Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ihr seht, wir sind als Killer unterwegs. Ich bin als Killer nicht so erfahren, muss ich sagen. Erst recht mit Legion. Die spiele ich gerade zum zweiten Mal. So. Aber wir wissen ja, die Fähigkeit von der Legion ist die Raserei. Da habe ich direkt jemanden erwischt. Schaffe ich das noch? Nein, das schaffe ich nicht mehr. Schade. Aber ich habe Uneinigkeit dabei. Deswegen knallen hier immer die Generatoren und sind dann so gelb hinterlegt. Das ist nämlich quasi das Zeichen, dass hier zwei Personen Minimum dran sind. Ich sehe doch hier Spuren. Wo bist du? Legion ist echt langsam. Legion ist sehr langsam. Die Raserei ist wieder bereit. Ich trete hier mal kurz dagegen. Wie gesagt, ich spiele die Legion gerade zum zweiten Mal in meinem Leben. Das wird man auch merken. Ja, schon wieder. Wenn er mich halt jetzt stunt, wäre das sehr ungünstig. Ach, er ist weggegangen. Ich sehe nämlich als Legion die Spuren nicht. Aber er ist hier noch. Ich höre ihn. Aber Legion ist wirklich langsam als Killer. Sie wird jetzt die Palette ziehen. Wir bleiben jetzt mal an ihm dran. Es wäre schön, wenn wir wenigstens einen Hook bekommen. Meine Raserei ist rein theoretisch wieder fertig. Wenn ich ihn aber mit der Raserei treffe, dann habe ich ihn auch nicht am Boden. Er wird die Palette ziehen. Und es hat geleckt. Ja, also es ist schwer, wenn man mit einem neuen Killer anfängt. Ihr seht das. Ich habe mir ehrlich gesagt die Legion auch nur besorgt. Ich werde schon geteabaggt. Ne? Das ist so das Zeichen in-game für du kannst nix. Für was war das für ein Lag? Habt ihr das gesehen? Ja, halt, das ist in-game das Zeichen für Noob, du kannst nix, wir machen dich alle. Und das ist in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wir hatten drei Werkzeugkisten dabei. Und ein Medikit. Ich gehe mal dahinter. Ich habe Pop Ghost Weasel, genau. Das könnte ich auch noch nutzen. Hier zum Beispiel. Ich müsste viel häufiger die Fähigkeit von Legion nutzen, die Raserei. Weil die verrät mir ganz gut die Standorte der anderen Survivor. Ich habe das ja erst gesehen, als ich den in der Raserei angeschlagen hatte. Hat es mir so herzschlagmäßig angezeigt, wo die anderen Survivor sind. Also das geht halt nur in einem gewissen Radius. Oh, Nurse is calling. So. Da ist der Jake. Ich meine, der ist schon verletzt. So, und immer wenn ich jemand Neues treffe, verlängert sich diese Zeit der Raserei. Ihr seht unten rechts, links diesen roten Balken weglaufen, ablaufen. So. Wie gesagt, in einem gewissen Radius werden mir die Survivor angezeigt. Der war jetzt etwas zu weit weg, den habe ich jetzt mit der Raserei nicht mehr bekommen. Und da ist der Dwight. Dann schlage ich ihn ganz normal. Und gehe ihm mal hinterher. Ich habe auch Talente dabei, die ich eigentlich als Killer so nie wirklich dabei habe. Ihr seht unten, ganz unten, das ist Nurse's Calling. Oh, da ist jemand umgefallen, weil er sie erst die tiefe Wunde nicht genesen hat. Das ist ja interessant. Das habe ich, das schon mal überlebt, erlebt. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden, Leute. Frage ist, wo ist sie umgefallen? War das am Generator in der Werkstatt? Geh dort mal gucken.
Zumindest war da ja jemand dran. Wo ist... Ja, die ist tatsächlich hier drin umgefallen. Ich glaube, sie hatte nicht ganz auf dem Schirm, dass sie die tiefe Wunde heilen muss. Oh, kriege ich sie noch an den Haken, ist jetzt die Frage. War ein relativ weiter Weg. Ja, okay. Nummer 3 ist am Haken. Ich bin erfolgreicher, als ich gedacht habe. Ich bin wirklich gerade... Ich bin stolz auf mich. Hop goes the Weasel. So. Ich vergesse mal, dass ich als Killer ja auch gut über Hügel gehen kann, weil ich habe ja keinen kein Schaden oder keinen Nachteil davon, wenn ich irgendwo runterspringe. Die sind hier nicht reingegangen. Irgendwo sind die hingegangen. Hier ist doch was. Na, ihr Jungsels. Oh. Ja, wenn man in der Raserei nämlich daneben schlägt, dann passiert das. Man ist direkt wieder aus der Raserei raus. Er rennt in eine Ecke, wo keine Generatoren mehr sind. Das macht er schon ganz clever. Du, hatte ich dich schon? Ich weiß nicht genau. Hä? Ah. Okay, du möchtest... So nicht! So nicht. Wer bist du überhaupt? Bist du ein Quentin oder wer bist du? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, jetzt hatten wir alle vier... Da ist der Jake. Hier gibt es kurz Pop Goes the Weasel drauf. Ich habe Jake gesehen. Ich gehe davon aus, dass der hier noch irgendwo ist. Egal. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Hey, du warst hier. Nicht. Hä? Ah. Oh, er hat eine Taschenlampe. Er hat auf jeden Fall sein Item gewechselt. Er hatte vorhin nämlich entweder einen Werkzeugkasten. Oder ein Medikit. Also wir hatten, wie gesagt, drei Werkzeugkisten. Er geht zur Palette. Dann kann er mich wieder teabaggen, wenn er möchte. Das ist nämlich sein Hobby. Oder ich lege ihn. Das geht natürlich auch. Und da er die Taschenlampe hat, ist er für mich gerade keine Gefahr, weil er kann mich ja quasi nicht blenden. Es ist immer so ein bisschen eine Genugtuung, wenn man dann die Leute doch so an die Haken bekommt. So erst so, haha, du kannst ja gar nichts. Und dann werden sie ein bisschen übermütig. Und man kriegt sie doch noch. Ich glaube, ich hätte in die Werkstatt gucken müssen. Ist aus. Ja, damit... Okay, 360. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich plötzlich hinter dir bin. Lass ihn liegen. Hier ist auch niemand. Ich bleib halt lieber fair. Also klar, ich habe ihn jetzt wieder umgeschlagen, aber ich werde ihn jetzt nicht direkt wieder aufhängen. Hier sind Spuren. Selbst wenn die Survivor wirklich böse zu einem sind, ich bleibe fair. Ich versuch's zumindest. Es kann immer sein, dass man aus Versehen mal tunnelt oder so. Aber ich versuche fair zu bleiben. Und deswegen lasse ich ihn jetzt liegen. Dann können die anderen ihn nochmal aufheben. Da hinten sind Spuren. Ich könnte eigentlich meine Fähigkeit mal wieder nutzen. Und ich schaue daneben. Egal.
So, Jake steht wieder. Und schon sind die Spuren weg. Seht ihr das? Also ich muss echt sagen, dieses Spiel hier hinten ist hier lang. Manchmal verstehe ich das mit den Spuren nicht. Hallo, Mac. Oh, Mac hat Balanced Landing. Mac macht sie die Archivaufgabe? Nee, sie hat kein Balanced Landing. Sie macht doch, glaube ich, nicht die Archivaufgabe. Wir bleiben jetzt mal an der Mac dran. Und da haben wir sie. Ich hänge sie dort hinten hin, oder? Ich hänge sie nicht da vorne hin. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen... Oh, hier sind Spuren. Hallo? Hab ich gesehen. Ob ich gerade ein bisschen getrollt werde, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich höre es nur knallen die ganze Zeit. Hop goes the Weasel. Ich bin wirklich ganz zufrieden mit der Runde, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so weit komme und... Oh, wer ist denn da? Der Jake. Okay, wenn du dich mir jetzt so anbietest... Und seht ihr, ich habe jetzt keine Spuren mehr, die ich sehe. Wow. Okay, das mit den Schlägen in der Raserei muss ich nochmal üben. Aber ich will jetzt ihn gern haben. Er war frech. Er bekommt auf die Nase. Und ich glaube, er ist auch schon ein erfahrenerer Spieler, weil er hat mich zum Beispiel jetzt hier schon wieder verwirrt. Ich lasse ihn. Ich wollte ihn niemals jagen. Das war jetzt ein Zufall. Ah, okay. Cool. Ah, nee, das ist jemand anderes. Hinterm Baum. Ich sehe dich. Ich habe doch dein Werkzeugköfferchen gesehen. Ah, hier ist jemand drin. Ich hab's gehört. Wir gehen hier mal rein. Dort sind mehrere am Generator. Ich denke, die wollen den jetzt fertig machen. Ich meine, hier war jemand drin. Ich habe zumindest irgendjemanden gehört. Ich glaube, die trollen jetzt so ein bisschen. Die sind alle hier hinten rum. Okay, dich bekomme ich noch. Wenn ich jetzt nicht ganz schlecht spiele. Also die anderen wären dort hinten an den Ausgang gegangen sein. Deswegen gehe ich jetzt dort gucken. Die Ausgänge liegen für die Survivor relativ gut, muss ich sagen. Okay, die Mac ist raus. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr schlagen. Frage ist, was machen jetzt die anderen? Mac ist nicht rausgegangen. Ja, dann geh halt jetzt endlich. Ah. Ich gehe davon aus, dass Jake den anderen Ausgang aufgemacht hat. Wollen wir da richtig böse sein? Wollen wir so richtig böse sein und den jetzt wegtunneln? Tut mir ja so ein bisschen leid, ne? Aber ich hätte gern so einen Hook schon, ne? Da war er. Den Hit kriegst du noch. So. ja, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Haken bekomme mit Legion in meiner zweiten Runde überhaupt mit diesem Killer. Schlecht.
cool. Also ich glaube, der Jake, der war gar nicht so neu. Der ist ganz gut gelaufen. Die Meg war, glaube ich, sehr neu. Die ist umgefallen, weil sie ihre tiefe Wunde nicht geheilt hat. Also nochmal ganz kurz. Ich weiß, ich habe das in der Runde irgendwie wieder verdaddelt. Ich bin dann so abgelenkt von den Survivern. Wir haben hier Ruferkrankenschwester. Im Umkreis von 20 Metern sehe ich Leute, die sich heilen. Uneinigkeit. Ich sehe Generatoren, in der mehr als eine Person gemeinsam arbeiten. Top Ghost, du Wiesel, wenn ich jemanden aufgehangen habe und ich trete in den Generator, kriegt er einen relativ starken Regress. Also der wird relativ stark zurückgesetzt. Und Eiserne Jungfrau, ich glaube, das ist gar nicht vorgekommen. Wenn jemand in einen Schrank gegangen ist und rauskommt, schreit diese Person quasi und ist für mich 4 Sekunden lang sichtbar und auch 15 Sekunden lang One-Hit. Genau, das war jetzt gerade quasi meine Ausrüstung in dieser Runde. Ich muss noch öfter meine Raserei nutzen, meine Fähigkeit, die ich habe. Aber sonst, es war okay, ihr seht. 1, 2, 3 Werkzeugkisten, ein Medikit. Dafür waren sie relativ langsam mit den Generatoren. So, das war eine neue Killer-Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ich bin für Kritik oder ähnliches immer offen. Konstruktive, sachliche Kritik bitte. Schreibt's gerne in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche Dienstag mit einer neuen Killer-Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.